Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, geschätzte Herrn und Frau Staatssekretäre, Ihre Sterinnen. Ich kann es nur übernehmen, wenn wir zur Wirtschaft sprechen, dass wir aus Ihren ehemaligen Dienstgeber sozusagen die Zahlen aufnehmen. Und wir sehen selber aus dem Bereich der WIFA, dass es hier nicht gerade gut und rosig um die österreichische Wirtschaft bestellt ist, denn wir haben das erste Mal seit Jahren, wenn nicht sogar noch seit Jahrzehnten, einen realen Rückgang des BIP mit 0,8%. Und wie Sie selbst wissen, ist diese Geschichte nicht hausgemacht, sondern über viele Strecken haben wir auch hier Versäumnisse, dass letztendlich dieser Koalition aus den Grünen und der ÖVP geschuldet ist. Denn auch die Erwartungshaltung für das Jahr 2023/24 verbessert sich nicht wesentlich, und selbst die Wirtschaftskammer gibt in ihren Zahlen eine Ansatz- und eine Gründungsstatistik heraus, die um 2000 Gründungen hinter den Gründungen dieses Jahres zurückbleibt, und das gibt letztendlich auch zu bedenken. Und man hat jetzt über viele und natürlich über die letzten Monate hinweg auch viele Bereiche aus der internationalen Wirtschaft entnommen. Und ein exportorientiertes Land wie Österreich muss umso mehr darauf achten, was sozusagen in ihrem konjunkturellen Umfeld in Deutschland, in China und sonst in ihren exportorientierten Ländern passiert. Aber was wir auch gemacht haben und was wir versäumt haben, das ist hausgemacht. Und ich sage Ihnen jetzt einige Beispiele dazu, die nicht von mir stammen, sondern von Ihrer eigenen Organisation, der Industriellen Vereinigung. Und das sind zwei wesentliche Punkte, und Sie können vielleicht ein Privatimissimum mit der Frau Kollegin Justizministerin Sadic nehmen, weil dort gibt es eine eindrucksvolle Zahl. Die eindrucksvolle Zahl heißt 1.520.000 €. Das sind diese Kosten, die die Österreicher und Österreicherinnen zahlen müssen für jedes Jahr für Grund und Boden und für die Pauschalgebühren der Klage. Was hat das für eine Bedeutung für Sie? Nämlich 200 Millionen € weniger an Grundbuchsgebühren heißt übersetzt in der Wirtschaft, dass die Immobilien stehen, dass die Bauwirtschaft nicht vorankommt. Und das ist eine der konkreten Forderungen, nämlich der industriellen Vereinigung, dass Sie bei der Bauwirtschaft was tun müssen. Denn nächstes Jahr ist der Einbruch, ist die Spitze erreicht. Heuer sind bereits 30% der Bauwirtschaft abgehend. Mit Ihrem Finanzausgleich kommen Sie nicht weit, weil das ist Privatwirtschaft. Und Finanzausgleich ist ein Ausgleich zwischen Gemeinde, Staat und letztendlich der Länder. Das sollten Sie lernen. Das ist keine ABC der Finanzpolitik. Und der zweite Bereich ist, Sie sind einzigartig in Europa, das nämlich im Jahr 2027, und auch nochmal für alle geschätzten Zuhörer oben, es erst eine festgelegte nationale Emissionszertifizierungsgesetz geben wird. Was haben Sie gemacht? Sie haben allen unseren Industriellen die Viers weggezogen. Ob das die Alu Amag ist oder das die einzelnen Industriebetriebe in Oberösterreich, Sie sind vorangegangen, weil Sie den Kniefall vor den Grünen gemacht haben. Und das haben Sie eingeführt, und das ist jetzt letztendlich diese CO2-Bepreisung der Nachteil der österreichischen Wirtschaft. Und der dritte Bereich, den nehme ich Ihnen auch noch heraus, damit wir es haben. Sie sind in der Förderungskulisse so massiv zurückgefahren, dass Sie nächstes Jahr nicht einmal eine budgetäre Regelung haben für die FFG. Und das sollten Sie einfach festsetzen. Und daher machen Sie Ihre Hausaufgaben, bringen Sie die österreichische Wirtschaft zurück und machen Sie den Platz frei für Neuwahlen. Nächster Redner ist der Abgeordnete Lorenz Pöttinger. Bitte, Herr Abgeordneter. Nach Christian Racker von den Freiheitlichen ist Lorenz Pöttinger von der ÖVP der nächste Redner.